Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension bei mir auf dem Kanal mit den TVC, den The Vintage Collection Fahrzeugen von Hasbro. Und heute steht ein Fahrzeug auf dem Tisch, was schon etwas älter ist. Die Packung hatte ich schon mal geöffnet, ich habe das Fahrzeug auch schon mal rausgenommen, aber zum Verstauen auch wieder in die Packung getan. Also bei manchen Fahrzeugen ist das eben möglich, eben auch bei dem X-Wing von nicht Luke, nein, Bix Darklighter. Ja, jetzt kann man sich auch schon sagen, deswegen auch die Rezensionen in letzter Zeit mit dem Charakter. Ja, denn ich wollte die Figur vorher auspacken, um sie eben auch hier in den X-Wing reinsetzen zu können. Schiebe ich auch schon sehr lang vor mir her, aber jetzt habe ich mich mal dran gewagt. Ja, das Fahrzeug von 2013. 2013 war ja das Jahr, wo dann schon die Black Series rauskam und die Fahrzeuge zum Glück größtenteils immer noch als TVC oder unter dem Label TVC Vintage Collection eben auf den Markt gebracht wurden. Angelegt ist die Packung an Lukes X-Wing Verpackung aus den Anfangszeiten des Star Wars Merchandise von Kenner zu den Figuren. Und die späteren Packungen hatten ja dann auch so eine Art Diorama. Ne? Da waren so ein bisschen Landschaft schon aufgebaut. Aber die ersten waren eben schlicht mit einem einfarbigen Hintergrund, so ein bisschen ausgeschadet von der Beleuchtung her. Aber damals war eben Lukes Rot 5 X-Wing abgebildet und hier kann man ja sehen, es sind drei Streifen auf dem Flügel. Habe ich richtig gezeichnet? Ja. Die drei Streifen auf den Flügeln, das zeichnet natürlich dann Bix seinen X-Wing aus, denn er war ja unter der Kennung Rot 3 unterwegs. Und man sieht es aber auch an der Bemalung, weil der von Luke hat eine andere Bemalung. Jeder X-Wing hat, klar, diesen roten Streifen, aber dieser rote Streifen ist mal untersetzt, mal geht er durch. Die Farbigkeit, hier sind zum Beispiel Gelbanteile mit bei, die bei Luke wiederum nicht dabei sind. Ich glaube, hier sind auch noch Grünanteile, so ein Mintgrün oder sowas. Wirklich jeder X-Wing war halt auch im Film anders bemalt, was so auf den ersten Blick natürlich nicht großartig auffällt. Genau wie die Y-Wings auch verschiedene Farbgebungen teilweise hatten. Gut, das Gold bzw. Gelb war durchgehend, klar, wegen der Staffel, aber dann eben noch kleine Unterschiede von der Dachbemalung und solchen Geschichten. Gut, es geht um Bix, seinen X-Wing. Der basiert nicht auf den Vorgängern. Den Vorgänger habe ich hier mal stehen. Das ist zum Beispiel einer von den Vorgängern. Die waren zum Beispiel hier vorne befestigt. Und die sind doch etwas anders aufgebaut. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber den nur kurz vorweg gezeigt. Das ist Luke, sein X-Wing aus dem Battle Pack. Damals lagen ja noch Figuren bei. Und Figuren. Und hier gehört eigentlich noch ein Dianoga dazu. Also das heißt, dieses Sumpfmonster von Dagobah. Und diese schönen, schicken Schlamm- oder Moosteppiche aus Gummi, die man halt drüberlegen konnte. Ein paar habe ich jetzt noch drüben liegen lassen. Nur dieses eine halt zum Anschauen. So hat man das, konnte man das ganze Fahrzeug dann mit diesen Matten halt noch abdecken, um den halt diesen Sumpflook zu geben, in dem Moment, als Yoda den quasi wieder aus dem Sumpf halt so hochschweben lässt. War eigentlich eine tolle Sache, diese Matten. War auch exklusiv nur bei diesem Fahrzeug und wurde nie wieder veröffentlicht. Und nicht das Fahrzeug, sondern halt die Matten. Und ja, den möchte ich ganz gerne dann nachher nochmal daneben halten, wenn ich den dann eben ausgepackt habe. So. Luke, sein X-Wing kam ja mehrmals raus. Die anderen Big Signer nur einmal bislang. Der von Rot 1 von Garvin Rice kam nur einmal heraus. Den habe ich auch. Da fehlt mir allerdings zwei Flügel, die unteren beiden Flügel. Deswegen habe ich dann auch relativ günstig damals erhalten. Ja, ziehen wir das Ganze hier raus. Auf der Packung, wie gesagt, sind so ein paar Sachen noch abgebildet, was man mit dem Fahrzeug machen kann. Landegestell ausklappen, Kanzel öffnen und solche Sachen. Hinten sieht es genauso aus wie vorne. Allerdings mit ein bisschen anderen Text. Hier unten sind noch die Warnhinweise oder solche Sachen halt abgebildet. So, obwohl das schon mal ausgepackt war, ich habe ihn wieder so eingepackt, wie er denn damals auch ausgeliefert wurde, selbst mit den Polybags und allem und den Warnhinweisbögen. Da haben wir zum Beispiel so einen Bogen mit dabei.
Das ist der eine Warnhinweisbogen. Dann haben wir die Lanzen, die Laserlanzen. Die haben auch verschiedene Kennungen. Also die Löcher sind unterschiedlich, dass man die automatisch an die richtige Position setzen muss. Das müssen wir jetzt wieder wegrollen. Ein bisschen schlecht zu greifen so. Ja, da kann man sehen, diese Löcher sind unterschiedlich angebracht. Dann haben wir hier zum Beispiel welche mit so einem Streifenmuster. Ein Muster ist ja nicht, halt schräg laufende Streifen. Hier ist zum Beispiel das Gelbe mit dran. Der hat halt unten vorne keine Kennung. Der hat überhaupt keine. Und der ist gelb mit Streifen. So, dann sind hier die Flügel. Ich nehme jetzt mal einen anderen Zettel raus. Das ist dann die Aufbauanleitung. Und da kann man sehen, dass die Schnauze dann dran gesetzt wird. Denn dieser X-Wing basiert auf der Version aus dem Toys R Us Exclusive, ich meine aus dem Jahr Ende 2010 oder war es auch schon 2011, aus dem Trench Run Set. Da kam nochmal ein X-Wing X-Wing von Luke Skywalker heraus mit Luke, dann einem zerschossenen oder angeschossenen R2-D2, Darth Vader und Darth Vader seinem TIE Advanced. Und das Set habe ich mir damals nicht geholt, aus dem einfachen Grund, weil der X-Wing war mir zu sauber. Und der TIE Advanced war immer noch das alte Modell aus der Power of the Force 2 Reihe. Und da habe ich immer noch gehofft, dass irgendwann nochmal ein neuer nachgelegt wird, weil nämlich diese Kanzel oben, um die Klappe, die war so ganz komisch ausgeformt. Und ich meine, dass sie nämlich auch normal rund gewesen wäre. Ansonsten war der gar nicht mal so schlecht, aber ja, es war eine Auflage von diesem Fahrzeug. Wie gesagt, da habe ich doch gehofft, dass irgendwann nochmal ein neuer rauskommt. Bislang immer noch nicht passiert. So, das ist das Hauptteil. Dann haben wir hier, steckt da so drin, die Nase des Ganzen. Und hier an der Seite, ja, hier ist nichts. Hier sind noch die Flügel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie ich die am besten rausbekomme. Ah doch, die kann ich hier so rausziehen. Und die vier Tragflächen. So. Das Ding hier, das klappe ich mal wieder rein. So, jetzt müsste ich es da vorne irgendwie mal versuchen hinzustellen. Ups. Okay, da fallen schon mal die Tüten raus. Bevor er zusammengebaut ist, schon mal nochmal die Farbgebung ins Bild gehalten. Das ist zum Beispiel signifikant hier für Big seinen X-Wing. Das hier unten, das Cockpit, das ist dann auch schon das neu modellierte, was bei dem Trench Run X-Wing dann auch zum ersten Mal verbaut wurde. Wie gesagt, darauf basiert er ja. Das ist also die Trench Run Version, nur jetzt umgelackiert als der von Bix Darkleiter. Was damals auch dann neu war, ist diese Klappe. Ja, ein kleines Staufach. Das ist der Flügelmechanismus, der ist so gesehen der alte geblieben. Aber auch, dass die Nase vorne angesetzt wird, dass man den halt in kleine Verpackung stecken konnte. Und wie man sieht, er war schon zusammengebaut. Man kriegt das ganze Ding also auch wieder auseinandergezogen, ohne jetzt irgendwas abzubrechen. So, das Ganze wird dann bloß hier vorne. Würde ich gerade fragen, ob es hier vorne so ein Klarsichtteil ist. So, was zu sagen hatte, ob die den mal beleuchten wollten, ich weiß es nicht. So, einfach reingesnappt. Und brauchen wir jetzt beim Spielen auch nicht die Angst haben, dass jetzt irgendwas halt herausfällt. Hier ist nochmal ein Fach. Das ist nämlich dann der Torpedo-Launcher. Ich meine, dass der irgendwo durch den Knopf ausgelöst wird. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo er war. Nochmal in die Anleitung gucken. Das war auf jeden Fall der Torpedo-Launcher. Und dann ist hier vorne noch eine Klappe, wo das vordere Fahrgestell drin ist. Das war früher bei den ersten halt auch alles offen gewesen. Die Klappe fehlte und hier hinten die Klappe fehlte damals auch. Ja, sonst die Details wurden sehr viel übernommen. Ja.
Und diese Version basiert ja auch wiederum auf einem, so gesehen auch schon, aus der Power of the Force 2. Da gab es mal einen X-Wing, der hatte Sprachfunktion, Soundfunktion und alles. Also war schon nicht schlecht. Ich habe ihn nicht, weil nämlich die Figur installiert war und nicht herausgenommen werden konnte. Ja, ich habe da so meine Prinzipien. Irgendwie, um Geld zu sparen einfach. Ne? Um nicht alles kaufen zu müssen. So, bei den Tragflächen, die werden sicherlich auch gesondert angesetzt. Da muss ich jetzt wirklich nochmal in die Anleitung gucken, welche Tragfläche jetzt wohin kommt. Nö, man steckt die einfach dran und dann muss man zusehen, wie das so passen, farblich. Okay. Denn die Teile passen so gesehen ja dann überall. Obwohl das ja so rum sowieso falsch ist. Das rosane, jetzt muss ich wirklich, ich muss mal eben kurz auf der Packung spicken. Der mit dem Kratzer, okay, das ist sogar schon die richtige Seite. Und der dahin. Dran geklickt. Dann kann der ja bis da sitzen. Obwohl das ja auch nicht gesagt ist. So. Dann drehen wir den Vogel mal um. Bauen da den an. Und bauen hier das Ding an. Und ich werde gleich sehen, wenn die Lanzen angesetzt werden, ob die denn farblich da sitzen, wo sie auch sitzen sollen. Bei den hinteren, ja, ist so ein bisschen im Kinderzimmer damit spielen, ist halt ein bisschen blöd, weil man jetzt jedes Bein hier irgendwie einzeln ausklappen muss. So, das Ding auch noch aus. So, dann steht er. Ja, die Flügel, typische Problem bei den Dingern, die Flügel passen immer noch nicht. Aber passt bei dem Teil halt auch nicht so wirklich. Also da, ne, das, wenn man den hinstellt, ne, das ist also vom Mechanismus leider nicht ganz so schön gelöst. So, das könnte hier hinpassen. Jo. Okay, geringelt und ohne Gelb. So, und wenn die eine richtig ist, dann müssen die anderen automatisch ja auch richtig sein. So, das ist eine von der Sorte. Das heißt, wenn da geringelt ist, dann müsste hier oben ja, naja, ich glaube, da hat einen Fuß weg, ungeringelt hin. So. Und beide Seiten gelb, das kommt mir jetzt auch irgendwie auch ein bisschen komisch vor. Ja, unten sind beide gelb, tatsächlich. Nee, unten sind beide gelb. Moment. Wenn unten beide gelb sind, dann heißt das, dass der sie gehen eigentlich lose gut ab, aber lösen sich eigentlich wieder gut, aber Crunch, jetzt bleibe ich da auch noch hängen. So. Unten kommen die gelben hin. Ich mich auch gleich mal daran orientieren können. Boah. Jetzt rutscht mir das aus der Hand. Ich bin gerade ein bisschen nervös, damit dass die Zeit auch reicht. So. Obwohl der eingepackt war, ist hier noch eine Menge Schaum im Cockpit. Ne, es ist so ganz komisch gekrisselt, als wenn er mal. Komisch. Müssen wir das Cockpit putzen? Ich weiß nicht, warum der jetzt in der Verpackung so komisch eingedreckt ist. So. Oder tritt da auch Weichmacher aus? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das ist der X-Wing von Bix. Darkleiter sieht natürlich cool aus. Also wenn man die jetzt wirklich die verschiedenen X-Wings nebeneinander stehen hat, sag ich jetzt mal den von Garvin Dries noch daneben und den von Wedge auch noch daneben, fehlt eigentlich nur noch Rot 4, so gesehen. Der Rot 4 ist noch nicht rausgekommen, genau. Es ist ja dann, wir haben Rot 1, Rot 2, Rot 3, Rot 5 und der 4er fehlt, obwohl es ja natürlich nach hinten noch ein bisschen weitergehen könnte, aber zumindest das halt bis Nummer 5 die Reihe dann voll ist.
Sie nehmen viel Platz weg, gerade wenn man sie so hinstellt. Viele stellen ja dann die X-Wings auch so quasi ins Regal oder in die Vitrine, damit die halt eben dann nicht so den Platz einnehmen, obwohl die Position natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch mit die coolste ist und die dann so richtig schön aufbaut und dann vielleicht noch die Piloten daneben mit den passenden Astromechs. Okay, so. Ich würde mal sagen, wir machen kurz mal einen kleinen Schnitt, eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder mit dem Einpassen der Figur. Ja, bevor ich jetzt die Figur reinsetze, noch eines zum oder zwei Sachen noch zum Cockpit, was sich da geändert hat. Und zwar, damit man die Figuren besser hineinbekommt, ja, mit dem Flügel ist natürlich jetzt blöd, ich mache die nochmal ab. Wenn es denn so einfach geht, doch geht. Kann ich mich so besser unten in die Kamera halten. Zum einen kann man dieses Teil abnehmen. Moment. So, das lässt sich komplett rauslösen. Ist nur so ein bisschen eingeklickt. Da kann man die Figur schon mal besser hineinsetzen. Das zweite, was sich bei dem Modell bzw. ab der Trench Run Version eben noch geändert hat, ist, dass man den Zielcomputer herausziehen kann. Ne, ist so ein Teil, das dreht man hier oben. So eine Stange, wo das Teil dran modelliert ist. Dann dreht es dann halt nur hoch und schiebt es dann wieder nach hinten hinein. Ist auch nicht großartig bemalt, nicht bedruckt oder sonst irgendwas, aber schön, dass er da ist. Und auf der anderen Seite, so kommt es hin, ja, vielleicht sieht man es, sind hier noch so ein paar Schläuche angedeutet. Finde ich auch sehr schön als Detail, dass das auch mit drin ist, was man eben auch in den Filmen sehr schön sehen kann. Gut, eigentlich kann man hier hinten vom Film oder im Film selber, wenn man den Piloten sieht von vorne, dass man halt auch seinen Astromech noch hinten sehen kann. So, das eine Bein, das klappt sich immer wieder ein. So, das kann ich gleich draußen hängen lassen, damit wir den Big Star hineinbekommen. Aber die Flügel haue ich wieder dran, das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Und dass die Flügel abnehmbar sind, ist natürlich auch ein Verpackungsding. Beim Trench Run, da fehlten zwei Flügel. Genau, da hatten sie die beiden, hatten sie abgenommen. Und der war drin und dann steckt der so ein bisschen schräg im Karton. War auch ein riesen Karton. Also ich habe den mal bei Toys R Us stehen sehen. Wo war das noch? Im Braunschweig habe ich den mal gesehen. Und da konnte ich mich halt wirklich dann ja, selber davon überzeugen, dass ich ihn nicht unbedingt brauche, eben wegen der Bemalung. Dann nochmal ganz kurz hier zur Bemalung. Luke seine hat ja auch gelbe Streifen. Aber der von, ne, von Bix. Da sind die halt hier vorne, ist da vorne gelb und bei Luke ist der Streifen, der gelbe Streifen mehr da in der Mitte. Und ja, seitlich ist der von Bix halt auch noch bunter als der von Luke. War ein bisschen farbenfroher noch, ne? Wo da noch eine, ja, der Streifen hier geht halt nicht ganz durch oder ist so abgesetzt, der von Bix geht durch. Aber ich meine, dass der von Luke auch von Film zu Film wiederum anders aussah. Ich weiß gar nicht mehr, wie er im Mandalorian aussah. Man sah bloß einen X-Flügler, hat kaum irgendwie die Kennung erkannt, aber konnte irgendwie doch schon erahnen, um was für einen X-Wing es sich handelt. So, dann, ich mal kurz geguckt, das ist der mit dem flachen Schnauzer. Den da hineinsetzen. Das war ja die Sache mit dem Harnisch hier, dass der so sich so komisch verformt und so hoch drückt. Oder nach hinten drückt eigentlich viel mehr gar nicht. Ich meine, so nach vorne drehen, damit er einigermaßen zumindest gerade sitzen kann. So, die Beine ein bisschen zusammendrücken, aber dadurch, dass man eben das Teil abnehmen kann, passt der ganz gut rein. Nach vorne hin, doch, da muss man ein bisschen noch wütteln. Und klack, ist das Bein wieder weg. Ja, ist ein bisschen breitbeinig. Die Beine könnten also, man muss die Beine wirklich zusammendrücken. Aber mach das mal. Schön, jetzt klemmt er da oben. Jetzt ist das Bein wieder. Da sind sie zwei Streben. Und wenn man die Figur reinschiebt, dann verhaken sich die Füße hinter den Streben. Man muss sie wieder rausziehen, dann zusammendrücken und reinschieben. Wenn man das aber macht, dann klemmt es in der Hüfte. Dann klemmt er hier oben an so zwei Punkten fest. Es ist gar nicht mal so leicht, die Figur, wie gesagt, da hineinzubekommen. Und auch noch so drin. Ja, jetzt ist er wieder nach hinten gerutscht.
auch noch so drin sitzen zu haben. Von das ist mal wieder zum Sack hier. Und dass nachher das Cockpit wieder schließt. Das sind die Momente, wo ich so ein Ding am liebsten an die Wand werfen möchte. Ohne Scheiß. Am besten die Beine abschneiden und ihn da so als Rumpfi quasi reinsetzen. Also das ist die... Ich sag's nicht, sonst kann ich nachher wieder nicht monetarisieren. Jetzt rutscht der Harnisch hoch. Jetzt, wenn er drin sitzt, dann klacken die Beine über diese beiden Streben wieder zurück. So. Es ist also wirklich das Gefummel. Tut mir leid, dass ich das da jetzt eben nicht so vor der Kamera zeigen konnte, aber bevor es so geklappt hat. Er schaut halt mehr nach oben. Also die sitzen nicht wirklich im Cockpit, die Piloten, sondern die gucken mehr so. Also eigentlich müsste er so fliegen, damit er was sieht. Also mehr so Slave One mäßig. Also fliegen ist mehr so der Blick dahin. Zu den Sternen. Und wenn man zu den Sternen schaut, dann merkt man halt nicht, dass irgendwie hinter einem was ist. Doch hat er ja. So, es reicht natürlich nicht, dass Bix allein da drin sitzt. Es gibt da natürlich noch seinen Astromech Q2. Tatsächlich. Serves Big Darklighter during the Battle of Javin and may be a double agent. Steht auf dieser Packung hinten drauf. Astromech Droid Pack Series Number 1. Gab es vor vielen, vielen Jahren mal exklusiv bei Entertainment Earth. Später natürlich auch woanders in anderen Collector Shops. Wo ich das dann auch mal gekauft habe, da war es gerade mal reduziert. Und da gab es noch ein zweites zu. Und wie gesagt, da war der Astromech drin. Den meine ich, gab es dann auch mal als Standalone. Übrigens Standalone, da habe ich ja gesagt, dass der Bix bei der in der Legacy rausgekommen ist. Nein, es war schon in der 30th Anniversary, also in der 30. Jubiläums Collection. Da war er mit dabei und nicht bei der, also 2007 war er schon mit drin und nicht bei der Legacy Collection, wie ich letztes Mal erwähnt habe. So, aber ich denke mal, ich habe es dann mit eingeblendet oder werde es noch einblenden, weil das Video ist noch gar nicht geschnitten. So, diesen Astromech, das war die Sorte, wo man am Dom gedreht hat und unten das Bein dann automatisch eingezogen wird. So. Und dann kann man den da wunderbar in den Droiden-Sockel hineinflanken und hat einen, ja, so gesehen, stimmig bestückten X-Wing Rot 3. So, das wollte ich sagen. Das als ganze Satzausform hätte ich mir vorher überlegen sollen, da hätte es nicht so lange gedauert und wäre nicht so stockelig gewesen. Dann haben wir natürlich noch die Funktion des Kampfmodus. Man sieht auch hier, es wackelt wie ein Lämmerschwanz, ja. Also damit jetzt irgendwie rumfliegen, so kann man natürlich auch keine Schüsse mit landen. Nicht wirklich. Das schlackert. Also da war ich ja damals begeistert von dem Lego X-Wing, wie gut das da funktioniert hat. Aber wenn man hinstellt, dann sacken die auch dafür zusammen. Also der Hebel ist halt hier hinten und arretiert. Also man muss den halt rüberschieben, dann rastet er hier hinten ein und soll das Ganze arretieren, damit die Flügel fest sind. Aber man sieht, die schlackern doch noch sehr stark und das wäre natürlich die Position, wie es wünschenswert gewesen wäre. Und wie gesagt, das hat Lego besser hinbekommen. Die hatten dann zwar diesen Mechanismus, den man an der Seite gesehen hat, wenn man die Sache gedreht hat oder den Hebel hier oben umgelegt hat. War genau dabei, oben drauf. Aber von der Haltbarkeit sicherlich auch nicht so schwer, obwohl der im Vergleich doch ganz gut Gewicht oder auf diesen Punkten ganz gut Gewicht lag und der Federmechanismus durch die Gummibänder ausgelöst wurde oder wieder zurückgeführt wurde und auch die Haltbarkeit durch die Gummis gemacht wurde. Das waren eigentlich nur 4 Stück, die aber dann wiederum sichtbar waren. Bei Lego, okay, kann man es machen. Bei dem Ding hier so 4 Gummibänder drum zu zählen, das würde dann doch ein bisschen blöd aussehen. Aber trotzdem fand ich diesen Mechanismus toll, mit dem man legt den Hebel um, nach vorne meine ich, und dann dreht sich ja ein Teil, was dann die Flügel aufspreizt, wodurch die aber auch nicht wackeln, weil die halt wiederum durch die Gummibänder zusammengezogen werden und dadurch auf diesen Drehpunkten, die das Ganze spannen und die Flügel halt öffnen, dann wiederum draufgedrückt wird. Und dadurch hat man keine schlackernden Flügel gehabt. Und das, ja, sowas sollte sich Hasbro auch mal überlegen. Den mal nochmal daneben, den mache ich eben nochmal auf.
Und bei dem war es halt auch schon so. Ne? Also dieses Schlackern, das haben die irgendwie nie wegbekommen. Bei der Vorversion nicht und eben bei der Version auch nicht. Obwohl hier die Flügel schon besser aufstehen als bei der Power of the Force 2 Version, von der ich gesprochen habe. Was halt die Version war, wo Luke fest im Cockpit, das Beinproblem haben alle, dass die so wegdüdeln, aber man sollte den X-Wing auch schließen, die Flügel schließen. Ja, geh mal kurz an die Seite. Ich bin nur mal gespannt, wie es sich denn dann bei dem hier verhält. Ja, er ist doch bei mir gelandet. Ich konnte nicht widerstehen und ja, den werde ich dann die Tage auch mal anschauen. Da war noch was, ich habe es gerade auf der Packung gesehen, was ich mal wieder vergessen habe. Den Launcher. Da wollte ich ja mal gucken, wo der denn ausgelöst wird. Denn hier das Ganze drehen, soll man den einfach bloß drehen? Da habe ich das Gefühl, als wenn ich hier, doch. Man dreht das Ganze wirklich nur auf. Also ganz billig gemacht, das Ganze aufdrehen. Natürlich muss dann hier vorne das Fahrwerk angeklappt werden. Und da steckt dann der Torpedo drin. Hier hinten ist ein kleiner Knopf, den man dann betätigt. Also wirklich ein ganz kleiner Knopf, der kaum auffällt. Und da kann man dann eben den Torpedo abschießen. Ja, hat Bix nicht gemacht. Kam dann bloß bei Luke vor. Zurückführen ist genau das gleiche, so wieder zurück. Okay, gerade noch so die Kurve gekriegt. Aber ist natürlich, weil es das gleiche Fahrzeug ist, auch die gleiche Funktion. Ja, bei dem bin ich gespannt und vor allem bin ich gespannt, wenn der von Atok Merrick herauskommt aus Rogue One. Der soll ja, obwohl, ein Release habe ich jetzt bislang noch nicht gelesen, vielleicht war es heute irgendwas bekannt gegeben worden, habe ich noch nicht geschaut. Aber ich vermute auch mal, dass der Richtung Herbst dann herauskommen soll. Da liegt da aber dem X-Wing dann mal wieder eine Figur bei, was schon mal gut ist, aber nur eine, denn der Astromech fehlt noch. Ob sie den einzeln auf Karte rausbringen, ist natürlich dann fraglich. Und ob sie den Flügelmechanismus instand setzen, der Mold wird der gleiche sein wie jetzt bei dem und bei Luke's X-Wing, also bei dem neuen, den ich jetzt noch nicht ausgepackt habe. Der von 2019 ist es mittlerweile, wo der herauskam. Und da muss man schauen, wie der eben von Atok Merrick dann eben beschaffen ist. Es wird genau die gleiche Schlackerkiste, gehe ich jetzt einfach mal von aus, genau die gleiche Schlackerkiste sein wie diese hier, aber wie gesagt im Verbund, also wenn die alle zusammenstehen, muss das verdammt gut aussehen, wenn auch mal ein blauer eben von einer blauen Staffel mit dabei ist. In dem Sinn, erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es wird mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.